Jo, hallo und herzlich willkommen bei einem neuen Let's Play von Animal Crossing New Leaf. Und ja, jetzt habe ich schon ein bisschen länger nichts aufgenommen. Aber naja, es könnte jetzt weitergehen, oder? Animal Crossing New Leaf. Und wir spielen weiter. Mit der Chilifi natürlich. Hallo Bürgermeisterin Chilifee. In was legst du jetzt 18 Uhr am 8. Juli 2013? Also dann, sollen wir loslegen? Ja, kann losgehen. Verstanden, ich werde sofort alles vorbereiten. Der Start wird vorbereitet. Am coolsten fand ich das früher immer in der Wild World noch, von der Peggy, wo sie gesagt hat, bitte, ich speichere das Spiel, bitte nicht das System ausschalten. Ist egal. Weil ich auch jeden Tag in ins Rathaus gehe, der eine Ente angestellt ist und die sagt, dass ich das System nicht ausschalten soll, denn weil sie das Spiel speichert. Ja, sonst alles klar ist, aber ist ja auch ein Spiel. Ja, nun wenden wir jetzt wieder Melinda zu. Oh, was hätte ich vergessen, Frau Bürgermeisterin? Ich habe dich letztes Jahr gar nicht gesehen. Wie geht es dir denn? Alle Bewohner haben nach dir gefragt. Sie sind alle froh, dass du wieder da bist. Ja, Entschuldigung. Ich hatte ein bisschen Urlaub. Oh, nicht Samselt, bitte alles nicht Samselt. Bitte nicht Dr. Samselt, alles nur nicht Dr. Samselt. Was hat der hier verloren? Ernsthaft? Oh, ist das nicht der mit seinem in Let's Go to the City? Yeah, ich bin so lustig. Zirp, zirp, keiner lacht. Ich bin traurig. Zirp, zirp, keiner weint. Ich bin so mittelmäßig. Zirp, zirp, nichts geschieht. Also es ist wirklich so ein Kerl. Ich will jetzt kein Beispiel nennen, aber der macht einfach irgendwas und keiner mag ihn und so. Aber ich finde ihn eigentlich ganz lustig. Oh, sag mal, du bist doch Bürgermeisterin hier, oder? Lädt er mich jetzt eigentlich ein in die Kaka-Diskos, wenn der? Tut mir leid, wenn ich störe. Aber ich wollte dir um Gefallen bitten, für Bürgermeisterin. Also, ich möchte dich einladen. Eine Einkaufsmeile eröffnen. Also, mein Plan. Zumindest eine Kurzfassung. Was meinst du dazu? Welche Art von Laden? Oh, habe ich dir deine Adresse entdeckt? Nun ja, ich will Bürgern ein wenig Unterhaltung in einem neuen Live-Club bieten. Ich nenne ihn Club. Was? Club Kalawa. Club Kalawa. Das sieht halb begeistert aus. Halb so begeistert aus, wie ich mir erwartet hätte. Lass dein Fantasy freien Lauf und stell dir es einfach vor. Komm schon. Bist du nicht aufgeregt? Bei den Gedanken an so einen Club, die Idee ist doch fantastisch. So, ich klick. Siehst du? Ich wusste, dass du es sagen würdest. Und wenn du meinen Plan zustimmst, wirst du mir auch sicher helfen, Frau Bürgermeisterin. Ehrlich gesagt, war ich schon im Rathaus und habe dort Sekretärin Melinda alles erklärt. Live-Clubs sind bekanntlich etwas laut und manchmal beschweren sich die Menschen auch darüber. Sie meinte, man für einen Club braucht eine Genehmigung für Unterschriften von Unterstützern. Und jetzt, wo du okay gegeben hast, fehlt nur noch ein paar Unterschriften. Ich rate und rate mal, wen ich hier habe. Genau, eine Unterschriftenliste. Was ich hier habe, genau. Es fehlen noch Unterschriften. Hier bitte unterschreiben. Gehst du bitte auf Jagd Unterschriften für den Club? Was steht da? Ich hätte eigentlich von dir eine Antwort erwartet. Hast du vielleicht innerlich machst doch selbst gebrüllt? Nein, vielleicht doch. Verstehe. Die Sache ist nun mal die. Ich bin hier nun wirklich auf deine Hilfe angewiesen, Bürgermeisterin. Ich unterschreibe die Leute eher, wenn sie jemand fragt, die sie vertrauen. Jemand wie du eben. Wäre auch seltsam, wenn ein Fremder sagt, hey, willst du in den Club? Mit anderen Ladenbesitzern habe ich schon geredet. Ja, fehlen noch die Unterschriften von 6 Einwohnern. Ich bereite die Öffnung des Clubs vor. Also die meiste Zeit auf der Einkaufsmeile anzutreffen. Komm ein bisschen vorbei, wenn du alle Unterschriften eingesammelt hast und du reden willst. Ach ja, und danke für deine Hilfe. Ja, Junge, ich habe nicht mal angefangen. Tschüss. Hey, du bist ja gar nicht in der Einkaufsmeile. Tschüss, weg da. Du Eumel, du. Hey, Guido, Guido, Guido. Stopp. Hallo, Chilifee. Ich hoffe, du hast dir gut geht, Papa. Was wolltest du nochmal von mir? Unterschreib hier.
eine Unterschriftliste für einen Club auf der Einkaufsmeile? Das klingt gut. Ja, da schreibe ich da Habba Habba. Ja, Guido ist halt cool. Ist echt ein, echt einer der besten Bros in dem Spiel. So, erledigt. Es sieht aus, als hättest du gerade erst angefangen. Viel Glück nach Tilfee. Oh, Guido, du bist ja nett. Und schauen wir mal zu Bingi Bongi Boys. Guten Tag. Spenden Sie, spenden Sie. Für Geld habe ich gerade 19.000. Wir benötigen insgesamt 5.000 irgendwas. Nee, danke. Ich spende jetzt gerade nicht. Entschuldigung. Und ich brauche noch irgendwelche Einwohner. Aber irgendwie habe ich nicht das Gefühl, dass andere mitspenden. Irgendwie. Die Schleuder, oh, da ist ein Geschenk. Wohin fliegt denn hier hin? Und ja! I'm the Hero of Geschenk schießen. Geschenk öffnen. Ballon. Was? Ballonbett? Was? Was? Geht das schief? Egal. Ich räume mich später an. Na, Theodor, du schreibst es sicher. Danke, dass du wieder mit mir sprichst, Tilly. Ich habe mir schon so Sorgen gemacht. Wir haben lange nicht mehr geredet, also dachte ich, du magst mich vielleicht nicht mehr. Muah. Willst du über irgendwas reden? Bitte unterschreiben. Was? Ob ich im Bau eines Clubs unterschreibe? Das kann ein leidenschaftlicher Tänzer wie Olaf doch nicht Nein sagen, Tilly. Wo soll ich unterschreiben? Muah. Hier. Da, mein Unterschrift. Wenn du willst, kannst du sie dir zu Hause aufs Bett hängen. Ich freue mich schon darauf, in den neuen Club mein Tanzbein zu schwingen. Oh mein Gott, ich denke mir gerade, wie Rolo da abdancen würde. Ja genau, Rolo muss ich noch suchen. Der will sich unterschreiben. Ist Rolo? Ja, Rolo. Rolo? Nein, ich bin draußen trainieren. Oh, Rolo, meine Güte. Aber mir ist das mal am Brett stehen. Ich da mal gerade nach. Ah, Maga. Was am Brett? Na, gar nichts am Brett? Gar nichts. Ja, wirklich gar nichts. Maga, wo bist du jetzt hin, Mann? Versteckt sich hier wie immer. Maga? Da ist Maga. Maga, Maga. Ich grüße dich, Fremde. Moment. Chili, du bist tatsächlich wieder aufgetaucht. Wir haben seit gefühlten Ewigkeiten nicht mehr miteinander geredet. Du ignorierst mich doch gar nicht, oder? Hä? Du musst unbedingt wieder einmal besuchen kommen. Ich wäre mir eine große Freude. Hier, wenn du draußen bist, kann ich nicht besuchen. Tilifee, wie kann ich dir weiterhelfen? Bitte unterschreiben. Was haben wir denn da Schönes? Ein neuer Club auf der Einkaufsmeile? Meine Unterstützung kannst du sicher sein. Bestimmt gewinnt Vos Legas da noch mit noch an Wert. Nun bist du im Ziel wieder in unsere Schnelle gekommen. Ich bin gespannt auf das Resultat. Vielen Dank, Mara. Tschüss. Und der Baum ist jetzt schon ausgewachsen, oder? Naja, sieht ein bisschen seltsam aus. Was ist das? Eine Fundsache. Oh, eine Fundsache. Ich frage mich, wer die wohl verloren hat. Es wäre bestimmt besser, wenn ich auf die Suche mache und den Besitzer zurückbringe. Oh, das finde ich echt cool, die Fundsachen immer und so. Oh, das finde ich voll lustig immer. Soll ich Maga suchen? Ja, Maga, vielleicht gehört ihr. Maga, wo bist du? Maga, Maga. Auch wieder mal in der Gegend, Tilifee, du kommst. Viel rum, muss ich sagen, Knirps. Wolltest du was Bestimmtes? Gehört das dir? Das. Hier, Fundsache. Nein, das gehört nämlich nicht. Das muss jemand anders verloren haben, Knips. Okay. Philipp, wie kann ich dir weiterhelfen? Was gibt's neu? Was schuld Uta und Janine zugleich unterwegs? Ich wüsste gerne, ob sie wirklich so gute Freundinnen sind, wie sie vorgeben, oder nur so tun. Okay, was du dich alles für Sachen fragst. Und ich will Rolo finden. Und wer wohnt da jetzt? Nicht da, Arthur. Das ist eine geile Antwort. Ich bin nicht da. Nicht da. Was? Aufgrund des Spaziergangs mich temporär draußen anzutreffen. Boah, Alter.
Leo oder Theo. Nee, Olaf. Na, Theo gibt's ja da gar nicht in dem Moment. Oder? Ich mache einen kleinen Spaziergang. Aber Uta müsste zu Hause sein, glaube ich. Uta, Uta, Uta. Ja, Uta ist zu Hause. Sie wird sicher auch ihr Tanzbein schwingen. Vielleicht ist Rolo zu Besuch oder irgendwie sowas. Oh, er wird schlecht. Da muss ich Medizin bringen. Hust, 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 Urk. Mann, ich habe noch nie so gelitten. Hust, hust, hust. Nimm Medizin, Maki, Maki. Okay. Dann gehe ich mal Medizin holen. Aber erstmal noch die anderen. Hey, Mathilda, warte. Mathilda, Mathilda, warte. Hey, wir haben uns in der ganzen Weile nicht mehr, haben wir nicht mehr gequatscht, Tilly. Freut mich, dich endlich wiederzusehen. Lust zu quatschen, Tilly Schnief. Erstmal hier bitte unterschreiben. Oh, worum geht es jetzt? Eine Unterschriftenaktion, um einen Club zu eröffnen? Da gibt es doch nur eine mögliche Antwort darauf, oder? Yeah, dieses Ding wird jetzt sowas von unterschrieben. Schnief, so. Oh mein Gott. So, okay, Supi, mach weiter so, okay? Und gehört es dir? Hey, du, brauchst du irgendwas? Oder was liegt an? Gehört es dir? Die Fundsache, meine ich. Nein, das sieht nicht so aus, als wäre es meins. Frag doch jemand anderen. Boah, es bringt mir so viel. Dieser Spruch, fragt doch jemand anderen. Weißt du, wie viele andere hier wohnen, Mann? Oder Frau, Mathilda eben. Und wo sind eigentlich die ganzen jetzt hin, bitte? Mann, in Las Vegas leben ja total viele. Und das Rolo, hey Rolo. Komm schon, Fischi, bei schon an. Hier draußen ist eh schöner als im Wasser. Wie geil. Dicker Fisch, dicker Fisch. Komm schon, dicker Fisch, wo treibst du dich noch rum? Komm schon, Fischi, bleib schon an. Hier draußen ist viel schöner als im Wasser. Wetten, dass ich die größten Fische aller Zeiten fange, Würstel? Boah, Mann, boah. Du fällst. Dicker Fisch, dicker Fisch. Komm schon, dicker Fisch. Er sagt zum Fisch dick. Und hat sich selber wohl noch nicht gesehen. Boah, Alter, jetzt angel nicht. Ich will mit dir reden. Sonst angel ich mit. Mit so einem Assi. Bummern. Also den kann ich glaube ich nicht gewinnen für meine Aktion. Aber wo ist bitte der Rest? Ah ja, Janine kann ich noch fragen. Janine, oder wie sie heißt. Kannst jetzt reden. Nein, immer noch nicht, Mann. Hör auf zu angeln, bitte. Jetzt. Ah ne, Guido, was gibt's Guido? Hey, mein Pfirsich steht zu Verkauf. Was? Ich passe. Dann eben nicht. Gut, sag Bescheid, wenn du deine Meinung änderst. Erst suchte seine Nahrung und dann will er sein Pfirsich für 620 Sternis mehr verkaufen, als wenn ich ihn verkaufe. Sicher nicht. Und da gehen wir mal zu Janine. Und gucken, was sie will. Hallo. Alter, ist ein endgeiler Raum. Epic, Mann. Zwei getan. Was klatscht ihr jetzt? Kannst auch draufdrücken. Endgeil. Alte Socke, lass mich raten, du willst Abendessen und bist zu voll, was selber zu machen? Tja, hier wär's nicht für mich. Ich habe eine Allergie gegen das Kochen, Zischel. Was wolltest du eigentlich? Bitte unterschreiben. Hier sind Unterschriften. Fast
sowas Uncooles macht ein Bürgermeister also jeden Tag? Worum geht's denn eigentlich? Erstens bin ich eine Bürgermeisterin. Zweitens ist das nicht uncool. Und drittens bin ich böse auf dich. Aber nicht auf euch, denn ihr habt den Part gesehen. Ich sag danke und tschüss. Bis zum nächsten Mal.